Ja, und damit hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Spaziergangrunde mit dem lieben Mogli und meiner Wenigkeit. Ich habe heute mal vor einem anderen Plätzchen angefangen und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Nachmittag und ja, ich nehme euch heute wieder mit auf diese schöne Runde hier in unserem wunderschönen Wäldchen mit dieser wunderschönen Aussicht hier. Man sieht die Wolken, man sieht den blauen Himmel. Man spürt einfach diese Sonne, auch wenn sie gerade nicht da ist, ja, es versteckt ist hinter den Wolken, aber man fühlt es einfach, ja, dass sie da ist. Man spürt es einfach so und man sieht, wie viel sich hier einfach auch schon verändert hat in den letzten Tagen, ja. Es ist viel, viel grüner geworden und es ist einfach so schön zu sehen, wie sich die Natur in den Zeiten jetzt des Frühlings einfach verändert, wie langsam alles anfängt zu blühen, wie alles erwacht zu neuem Leben. Und ja, wir sind dabei, wir sind live mittendrin, um einfach ja, genau das Erlebnis zu haben, genau das zu sehen. Und ich nehme euch mit auf diese Runden, damit ihr das miterleben könnt, wie sich unser Wäldchen jetzt in der nächsten Zeit verändern wird. Und wir bleiben jetzt einfach noch hier ein paar Minuten sitzen, genießen, entspannen, lauschen der Natur, hören erstmal, was sie uns zu sagen hat. Und dann geht es los mit der Spaziergangrunde und ihr werdet sehen, was sich schon alles so verändert hat. Im Gegensatz zur letzten Runde, wo wir unterwegs waren, ja, gemeinsam das letzte Video aufgenommen haben. Ja, ihr werdet sehen, wie sich die Natur einfach verändert hat. Das geht so verdammt schnell, es ist so einfach so schön, Freunde, es ist so schön. Aber jetzt genießt und entspannt, lauscht der Natur und hört einfach, was sie uns zu sagen. Einfach schön, oder? Also ich könnte hier stundenlang sitzen und einfach nur schauen, wie die Vögel fliegen, wie da hinten die Sonne den Wald bestrahlt. Ne? Die ganzen Tannenbäume, die man jetzt da schön sieht und vorne dran die ganzen Laubbäume, die noch keine Blätter tragen. Ne? Einfach schön so übers Feld zu schauen. Der Natur zu lauschen, zu hören, zu genießen, zu entspannen und mit all seinen Sinnen das einfach wahrzunehmen. Ihr seht das ja leider nur, ne? Ihr nehmt es ja nicht mit euren ganzen Sinnen wahr, aber wenn ihr selber spazieren geht, ne? Nehmt die Natur wirklich wahr mit euren Sinnen, mit allem, mit Fühlen, mit Riechen, mit Hören, mit Schmecken von mir aus auch, ja.
könnt ihr auch den Baum ablecken, wie ihr wollt. Ne? Es bleibt euch überlassen. Aber einfach das zu erleben und das zu sehen und auch hier zu sehen, ja, wie das hier langsam einfach grün wird. Ne? Hier sind sie noch braun, die Knospen da oben. Hier seht ihr, da sind noch braun. Und die hier sind schon vereinzelt grün. Und so ganz leicht sieht man auch hier schon, dass sie so leicht aufgeht hier. Seht ihr das? Oh, ne, das ist ein Spinne, das ist ein Viech, ein Tier. Oh, nee, das war ein Tier. Ich dachte, das geht auf. Das ist ein Tierchen. War ein Tierchen. Oh, ihr wisst ja, wie ich Angst vor Tieren habe. Oder hier, schaut mal. Seht ihr das hier? Da wächst was. Ja, da kommt was raus aus dem Boden. Ja, und das ist einfach so schön, das zu sehen und das zu erleben, Freunde. Es ist so schön. Ja, jetzt nicht nur bei meinen Videos, ja, sondern einfach auch selber es so mitzuerleben und zu sehen, wie sich die Natur einfach verändert. Wie aus einer kargen Landschaft auf einmal Leben erwacht und einfach alles grün wird. Hier, schaut euch an, wie die Blätter einfach schon gewachsen sind, ja? Wie sie schon sich verändert haben, wie groß es einfach schon geworden ist. Ne? Und das wird sich jetzt im Laufe der Tage so schnell ändern, dass es hier auch schon wieder viel, viel mehr blüht. Ne? Die Knospen, sie gehen wirklich langsam auf. Hier, Blümchen, Blümchen, Blümchen. Schöne Blümchen, es grünt, es wird einfach alles so wunderschön. Ja, hier vorne, hier, da, einfach schön. Einfach schön, das zu sehen. Komm, Mogli, weiter geht's. Mogli läuft immer noch hier hinten. Der hat hier noch zu tun. Schnüffel, schnüffel. Schau mal, wie schön die Vögel hier fliegen. Ja? Sieht manchmal so ein bisschen aus wie gemalt, finde ich, die Natur, die Welt. Hier der Wagen steht hier immer noch, ne? Der Forstwagen, also auch wie so ein mobiler hier Hochsitz. Ne? Noch können wir immer noch in den Wald hineinschauen, ja, aber ich denke mal, im April wird das schon nicht mehr der Fall sein. Hier die Brombeersträucher fangen hier auch schon an zu blühen. Ne? Die kommen langsam auch. Hier die Knospen vom letzten Mal zu diesem Mal sind schon viel, viel grüner geworden. Also ich denke mal, es dauert nicht mehr lange, dann blüht das. Da vorne kommt ein Spaziergänger. Von dem lassen wir uns aber gar nicht stören. Mogli, aus. Hey! Aus! Ich habe ihn gesehen. Es ist gut. Aus! Und hier auch schön die Knospen. Und hier, Freunde, guckt mal, das war beim letzten Mal noch zu. Ne? Und jetzt ist es auf, Freunde. Es ist auf. Die ersten Knospen sind aufgegangen. Mogli, Schluss jetzt. Hör auf. Und auch hier, das geht auf. Die lenkt ihn ab. Die bleibt da stehen. Die wartet jetzt. Noch kurz machen. Aber ich beeile mich auch nicht. Also ich bin auch nicht so, dass ich da jetzt einfach vorbeirenne. Ne, weil ich möchte das ja euch zeigen und ich möchte das ja auch sehen. Ne? Wir machen ganz entspannt. Ich lasse ein bisschen mit Ball. Okay. Dann. Mogli, hey! Ist jetzt mal Schluss? Ist jetzt Schluss? Nein? Hör auf jetzt. Schön, wie die Sonne jetzt gerade kommt. Ne? Also das Feld so leicht bestrahlt. Dieser Hund manchmal. Ne? Mach die aus. Hör auf. Hier, schaut mal.
hier. Und dann sieht man, wie die Knospen einfach aufgehen. Ja, richtig schön. Hör jetzt auf, aus jetzt! Ja, schön. Und jetzt strahlt die Sonne hier. Guck mal, sie strahlt hier richtig gerade uns an. Durch den Wald hindurch. Das ist einfach so wunderschön, Freunde. Es ist so wunderschön. Einfach die Natur, die ist so schön und sie ist so faszinierend. Einfach brutal. Wahnsinn. Hier. Der Busch, er blüht, die Blätter kommen, im Gegensatz zum letzten Mal, auch hier, ne, sieht man die Knospen, wie sie aufgehen, war beim letzten Mal alles noch zu, ne, bei der letzten Spaziergangrunde. Auch hier grün, ich denke mal noch so 2 Tage, dann sind die offen, dann sind die hier auch offen und das Blätterdach des Waldes wird immer mehr und immer mehr werden. Und wir sind immer schön dabei, das alles zu dokumentieren, festzuhalten und in so einem Herzen zu speichern, wie schön es einfach sein kann, wenn man sieht, wie das Leben einfach langsam erwacht. Wie das Leben im Wald erwacht. Hier ist noch ein bisschen matschig vom Regen. Weil so vereinzelt regnet es auch immer wieder mal. Ja, man sieht es auch in den fetten Wolken. Aber die Sonne, sie drückt sich einfach immer mehr durch. Durch diese dicken, fetten Regenwolken. Und natürlich laufen wir jetzt wieder unseren Lieblingsweg entlang. Einfach, weil es so schön ist und ich es einfach so sehr liebe, hier diesen Weg zu laufen, weil er einfach so natürlich ist. Und natürlich wollen wir auch sehen, was sich hier so verändert hat. Hier ist auch viel grüner geworden, finde ich, wie beim letzten Mal. Und auch hier auf der anderen Seite immer mehr Grün und immer mehr Bäume öffnen jetzt dann einfach ihre Knospen. Ne? Man hört durchaus mehr Vögelchen zwitschern. Die Sonnenstrahlen wärmen immer mehr. Es ist einfach schön. Einfach wunderschön. Und ich kann es jedem nur nahelegen. Geht spazieren, Freunde. Es tut so verdammt gut. Körper, Geist und Seele. Es tut einfach so gut. Eine halbe Stunde am Tag, 15 Minuten. Je nachdem, wie ihr wollt. Aber macht es. Es tut so gut. Es tut einfach so verdammt gut. Und ihr werdet auch sehen, ja, wie schnell einfach auch mal so eine halbe Stunde vorbei ist. Ja, ihr denkt, boah, kein Bock, bin nur so lange unterwegs. Aber wenn ihr einfach langsam geht, entspannt geht, ja, ihr braucht da nicht innerhalb von 10 Minuten hier durch den Wald gerannt sein. Nein, ganz entspannt gehen, kurz mal stehen bleiben, tief einatmen, uns einfach auch auf einen wirken lassen, die Natur. Ja, beobachten, schauen, berühren, einfach sich umgucken und nicht einfach mit dem Tunnelblick durch die Natur laufen. Nein. Und ruckzuck ist einfach mal so eine halbe Stunde, 15 Minuten ganz schnell vergangen. Ja? Und ihr wart an der frischen Luft. Ihr habt euch ein bisschen bewegt. Ja? Und ihr werdet merken, wie gut es einfach tut. Wie gut es einfach tut. Ne? Oder ihr geht einfach nur ein Stückchen, setzt euch auf die Bank, bleibt dort sitzen und genießt einfach.
Auch das tut Körper, Geist und Seele schon gut. Ich sage auch immer wieder, ich tue das ja für mich auch, weil ich da einfach auch abschalten kann. Ich kann einfach diesen ganzen Alltagsstress, die Sorgen, den Kummer, all das kann man einfach hinter sich lassen. Man kann es einfach vergessen. Ja, und man genießt und entspannt dabei vollkommen. Für Allergiker manchmal halt schwierig, ne? So gerade weil die Natur halt auch ziemlich loslegt jetzt. Und die Leute, die halt allergisch sind, ne? Allergien haben gegen Pollen und sowas. Ja, das ist eine schwierige Zeit. Ich bin Gott sei Dank verschont davon. Aber da kann man halt nichts machen. Ne? Da kann man halt nichts machen. Und dennoch ist es einfach wunderschön, das zu beobachten, das zu sehen, wie sich alles, ich sag's nochmal, wie sich einfach alles verändert. Ja? Und man sieht einfach jeden Tag etwas Neues. Man nimmt neue Dinge einfach wahr, die man vorher bei der vorigen Runde vielleicht gar nicht gesehen hat. Ne? Einfach schön, die Natur, Freunde, einfach schön. Hier. Viel, viel grüner alles wie beim letzten Mal. Ne? Auch hier. Der Bärlauch. Ja, Blätter wachsen fleißig. Er wächst, er wächst, er wächst. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon erntereif ist. Was sagt ihr, Leute? Kann man ihn schon ernten? Oder ist noch keine Zeit dafür? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Was ihr dazu sagen habt. Und auch hier, es wird grüner, Freunde, es wird grüner. Und hier sieht man auch wieder die Dreckschweine-Mensch da unten. Das ist alles Müll, der da rumliegt. Einfach reingeschmissen, achtlos. Auch, also extra, Freunde, ja. Einfach achtlos, extra reingeworfen, ja. Weil so weit wirft keiner mit seinem Müll oder so weit fällt kein Müll, ne? Das ist halt dieses Traurige. Was die Menschen tun. Da vorne, guck mal, da hat Schneeglöckchen, seht ihr? Schneeglöckchen. Und hier auch kommen vereinzelt die Blümchen raus. Ach, es ist einfach so schön, hier entlang zu laufen. Bisschen matschig, aber es geht. Muss nur langsam machen, nicht, dass es mich hinbrettert, das wäre nicht so toll. Und auch hier können wir jetzt schön sehen, wie sich der Weg hier verändert hat. Es ist viel, viel mehr auf. Die Blätter sind hier größer geworden. Und es ist viel grüner geworden, wie beim letzten Mal, als wir hier lang gelaufen sind. Hier der Farn. Und überall dieses Moos, was ja so richtig schön leuchtet. Das Gras, was den Waldboden langsam bedeckt und diese ganzen Blätter einfach verschwinden lässt. Ja, der Baum liegt hier immer noch drinne. Hier alles schön. Alles so wunderschön am Blühen, oh, Freunde. Hier auch richtig groß schon geworden, die Blätter. Ne? Das ist schon richtig schön hier am Blühen. Wer weiß, was das hier für ein Baum sein wird? Schreibt es mir mal in die Kommentare, Freunde. Wer weiß, was das hier für ein Baum wird? Und die Vögel, die man einfach zwitschern hört. Es ist so schön, Leute. Es ist so verdammt schön. Wir sehen können, ich laufe jetzt auch gar nicht lange. Ja? Ich bin jetzt gerade 20 Minuten am Aufnehmen. Gut, ich habe auch ein bisschen weiter unten gestartet. Naja, wir haben ja diesmal an unseren Bänken gestartet. Aber es ist eine halbe Stunde und es kommt mir gar nicht so vor. Ne? Dieser Weg, den ich laufe, das kommt einem gar nicht so lange vor.
Ja, einfach auch, wenn man einfach mal stehen bleibt und das auf sich wirken lässt, es einfach genießt, beobachtet, schaut, hört, lauscht, riecht vor allem. Der Wald, er riecht nach Frühling. Hier, schaut mal, die Knospen hier gehen ganz langsam, gehen sie auf. Ich denke mal noch so 2-3 Tage, dann sieht das hier auch wieder ganz anders aus. Das ist so Wahnsinn. Und auch hier, man denkt, das ist Gestrüpp, einfach aufeinander geworfenes Zeug und man sieht einfach grün. Auch hier, das liegt, Freunde, es liegt und ist grün. Es ist einfach grün. Ja? Das ist einfach so faszinierend, so schön an der Natur, wie die sich einfach von ja, Dingen erholen kann, wo man einfach denkt, es ist tot, aber nein, es ist Leben. Es ist Leben, Freunde. Die Natur lebt. Ja? Und die Natur, sie kann auch leben ohne uns Menschen. Aber wir Menschen nicht ohne sie. Und deshalb sollten wir viel, viel mehr darauf achten und einfach viel, viel mehr die Natur zu schätzen lernen und darauf Acht zu geben, aufzupassen. Ja? Und ich sage auch euch, das hier wird auch in ein paar Tagen, werden hier auch wunderschöne Blüten sein. Und ich nehme euch natürlich mit auf diese weiteren schönen Runden hier durch unser Wäldchen, durch die Felder, durch die Wälder, durch diese wunderschöne Natur. Und wir werden noch so viele schöne Orte entdecken, gemeinsam und richtig schöne Spaziergänge erleben. Und dabei sehen, wie sich alles entwickelt, wie sich alles verändert. Und natürlich werde ich meine Kommentare immer dazugeben. Ja? Ich werde nicht aufhören zu quatschen, zu labern. Sprechdurchfall und Quarksalat werden auch weiterhin immer am Start sein. Einfach mal eine schöne Runde durch unser Wäldchen. Ja, richtig schön, Freunde. Aber das Video wird jetzt beendet. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wann auch immer ihr dieses Video seht, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao. Freunde, abschalten. Na los, abschalten.